Die Spuren der vergangenen Nacht sind nicht zu übersehen hier in Gaza. Mehr als 20 israelische Luftangriffe soll es gegeben haben, mit mindestens 2 weiteren Toten, sagen die Palästinenser. Auch in die Gegenrichtung aber, so heißt es aus Israel, flogen von hier aus wieder Raketen. Und doch gab es zumindest kurz ein wenig Hoffnung auf ein Ende der Gewalt. Dass Israel den Vorschlag Ägyptens für eine Waffenruhe annimmt, gibt die Regierung über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Der Vorschlag Ägyptens und der Arabischen Liga sieht eine sofortige Feuerpause vor. Innerhalb von 48 Stunden sollen dann Vertreter Israels und der Palästinenser nach Kairo reisen, um indirekte Gespräche zu führen und eine Lösung der Krise auszuhandeln. Aus Washington gibt es dafür Beifall. Ich glaube, eine weitere Eskalation hilft niemandem, am wenigsten den Israelis und Palästinensern. Wir werden deshalb weiter alles tun, damit es wieder eine Waffenruhe gibt. Das Angebot aus Ägypten macht uns Hoffnung, dass das gelingen kann und dass wieder die Ruhe einkehrt, für die wir arbeiten. Das aber geht nur, wenn auch die andere Seite mitmacht. Solange die Hamas sich weigert, geht der Kampf also wohl weiter.